Wir haben Lee Sin, Gegner haben was? Gegner haben Wukong. Ja, ich glaube, Gang-Setup haben wir hier nicht wirklich, ehrlich gesagt. Emilio kann doch auch Lee Sin Q canceln, oder? Oh, ich bin kein Level 3 geworden wegen Lee Sin. Oh, deswegen hatte ich keinen Slow. Jetzt hauptsächlich erstmal die Wave hier safe kriegen. Müssen jetzt die nächste Wave noch schnell pushen. Kannst du die kurz anschließen? Das wäre edel. Oh, Ehrenmann. Frau. Ich hätte sogar in den Tower suiciden und die Wave noch nehmen können. Dann hätte ich Lost Chapter gehabt. Ich glaube, das wäre sogar actually gut gewesen. Die hat early null Magic Mana geholt. Ja, ich glaube, wir wollen wirklich einmal nur Power Farm. Also ich glaube, sowas wie Kill Pressure haben wir hier absolut nicht. Oh, das muss doch aber ein Free Kill sein, oder? Sehr schöne Bubble. Kong ist da. Ich glaube nicht, dass wir 3 gegen 3... Wollen wir 3 gegen 3 spielen? Ich will es nicht spielen. Mod ihn nach Mana. Ja, ich werde die Wave jetzt droppen. Wenn ich die Wave nicht droppe, bin ich ohne Mana unterm Tower. Das ist alles beschissen. Sackt zwar, aber ich glaube, es ist trotzdem das Beste, die Wave zu droppen. Vielleicht kann sie das freezen. Oder sie kriegt die Solo-XP für Level 6. Oh, okay. Ich frage mich, wie es sein kann, dass die Jinx ein ganzes Level über mir ist, die Sona aber nicht über dem Emilio ist. Obwohl ich keine XP gedroppt habe. Und so viel XP hat der Lee Sin doch nicht geleecht, oder? Also der hat schon ein bisschen was geleecht, aber so viel kann es noch nicht gewesen sein. Jetzt kann ich hier wenigstens eine Wave denyen. Fuck, Digga, du hast Summoners ready. Die hat alles ab, die Sona. Toplane ist einfach 40 CS behind in dem Matchup. Map brennt ein bisschen. Emilio ist top gerade. Alle top. Ich glaube, ein Plane bekommen wir noch. Wir können die vielleicht sogar vom Tower ein bisschen zonen hier. Okay, Miss Leandris. Boah, was meint ihr? Sonja Second? Ja, nein. Alleine die Armor von Sonjas ist, glaube ich, geil. Malphite Ult dodgen. Tornado werde ich wahrscheinlich eh nicht dodgen können auf Wukong Ult. Boah. Also Sonjas kaufe ich hier so oder so. Die Frage ist als zweites oder als drittes, ne? Okay, nochmal zwei Assists für mich. Boah, die sehen schon juicy aus hier, aber ich werde die nicht killen können. Ich werde die definitiv nicht killen können. Oh? Nee, 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 nee. Ich darf jetzt nicht greeden. Ich darf jetzt nicht greeden. Und ich habe gegreedet. Ich bin so ein scheiß Inter. Ich bin so ein scheiß Inter. Ich glaube, ganz pragmatisch gesprochen, ich habe zu wenig Damage, wenn ich jetzt Sonjas gehe. Boah, aber das Game wird verdammt hart. Wir haben zwei Drakes, das ist nice. Krass, wir sind schon Bounties wert. So schlimm fühlt sich das Game jetzt aber gar nicht an. Okay, chill ich eigentlich. Wow. Okay, ich habe nicht damit gerechnet, dass die ganze Mannschaft da ist. Boah. Ich wollte sogar die Blast Cone usen. Aber dieser Knockback von Emilio hat mir die Blast Cone denied. Alter, ist das frech. Puh, war ein schwieriges Game. Ich habe Ult theoretisch. Oh, so wichtig. So wichtig. Huge. Ich glaube, den Herald kriegt er auch alleine, ne? Top-Lane Rape ist huge. Boah, das kann uns gerade das Game gewonnen haben. Das war wirklich Game Changer. 30 Gold warten. Wartet man in der Situation 30 Gold? Es ist nichts ab auf der Map. Ja, ich warte die 19 Gold. Ich glaube, das ist worth. Das war jetzt sehr wichtiges Gold. Das Problem ist, ich habe ein bisschen das Gefühl, wenn wir jetzt als drittes Sonjas gehen, dann müssen wir als viertes Void Stuff gehen. Und dann spielen wir 4 Items ohne Rabadons. Also ich überlege fast, so weh es tut, einfach keinen Sonjas zu bauen. Oh? Maybe playable? Schöner Flash. Holy shit. Oh, da kam eben gar kein Follow-up. Scheiße, das war ja übel bad. Fuck. Na gut, wer soll da followen? Ich dachte, da kommt noch was, ehrlich gesagt. Scheiße. Ich glaube, ich darf in Teamfights generell einfach nicht reinflashen. Ich bin immer noch hin und her gerissen, ob ich jetzt Sonjas gehe oder nicht. Nee, ich gehe Rabadons. Also eigentlich gibt es kein besseres Game. Also, gibt nicht wirklich ein besseres Game für Sonjas als das. Aber wir haben einfach ein Damage-Problem. Ja, wie gesagt, wir haben immer ein Damage-Problem, ne? Das Game, oder?
10 Sekunden. 9. Okay, ist noch nicht game. Pock. Wir haben halt irgendwie keinen Aufräumer-Champion, ist das Problem, ne? Ich bringe halt so alle auf 40%, aber wir haben irgendwie niemanden, der Cleanup-Crew macht. Drake ist up, den kriegen wir wahrscheinlich sogar. Das ist ziemlich huge. Ging dann halt so geisteskrank viel Fake-Tankiness, ne? Shieldbow, der ist tanky, Malphite ist Full-Tank. Dann haben die auch noch Moonstone, der die ganze Zeit reinkickt. Anti-Heal wäre hier eigentlich auch gut, aber ich habe echt kein Gold dafür. Ich kann mir Anti-Heal einfach nicht leisten in dem Game. Brauche ganz dringend meinen Void-Stuff. Boah, ich bin mir auch nicht sicher, wie wir das defended kriegen hier. Oh, das ist so wichtig. Holy shit. Huge. Guys, wir wollen nicht in der nächsten Turn verlieren. Oh, Minion Spawn. Ich gehe jetzt aber Void Stuff auf jeden Fall. Vor allem, weil ich es gerade ready habe. Sehr gut, Level. Level 16 Ult wird auch nochmal huge. Ah, werde ich nicht haben bis zum nächsten Nash. Das war ein richtig schöner Engage von Camille. Boah. Ich würde schon fast mit dem Gedanken spielen, den. Nee, nicht contesten ist, glaube ich. Das ist, glaube ich, keine Option. Problem, was ich halt sehe. Mit dem Nash-Fight verlieren? Also, dann ist Game vorbei, ne? Dann ist Game hundertprozentig lost. Boah, der Heal ist ja so frech von Milio. War eigentlich ein guter Flank von der Camille, aber wir hatten nicht genug Follow-up. Egal, ich weiß nicht mehr, wovon ich gerade halbes Leben verloren habe. Die haben einfach so gottlos viel Range, die Gegner. Okay, huge. Oh, so huge. Ich bin jetzt Level 16, hab gleich Rabadons. Boah. Toplane ist auch eine Big Wave, aber scheiß mal auf Toplane. 30 erst auf Ult, leider. Kann mir nicht sterben. Oh, ich hab's doch gepinkt, Bro. Ich hab's doch gepinkt. Lol. Muss jetzt schnell Drake machen. Ja, wenn die gegen Nash kriegen, ist glaube ich okay. Ich kann den alleine machen. Oh, hier bleiben verloren. Der hat gleich Ult, der mehr wird. Ich flash jetzt seine Ult. Alter. Was für ein geisteskrankes Spiel. Zoe kann gleich Bot defenden. Puh, holy shit, Alter. Wir gewinnen das Action, das Game. 760 AP und ich habe noch nicht mal ein fünftes Item. GG. Junge! Dass wir dieses Game noch geturnt haben, Alter. Holy fuck. GG. Das fühlt sich richtig geil an. Das fühlt sich richtig geil an, dieses Game noch geturnt zu haben. Boah. Ja, war aber, glaube ich, die richtige Entscheidung, nicht so Runias zu gehen. Ich bin so ein scheiß Inter.